Hey und herzlich willkommen zum neuen Orakel hier bei mir, Herz- und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ein Hey und Willkommen an alle wiederkehrenden Zuschauer und Abonnenten, aber auch natürlich Hey und Willkommen an alle neuen Abonnenten und Zuschauer hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass dieses Video dich angesprochen hat und ich sage es immer, ja, wenn das Video dich angesprochen hat, dann ist es in dem Moment auch eine wichtige Botschaft für dich mit dabei. Also, heute möchte ich mal schauen, wie der Titel es bereits schon sagt, auf die Situation bei deinem Wunschpartner, bei deinem vielleicht sogar Seelenpartner, Zwillingsseele, Dualseele, welche Verbindung es auch immer ist. Ich schaue hier mal herein und nehme dazu die Lenormand-Karten der weißen Eule. Alle Karten, die ich hier in diesem Video heute nutzen werde, vielleicht sind es noch ein, zwei weitere Kartensets, ich weiß es noch nicht. Ich gucke einfach mal, was ich hier zeigen möchte. Zur Situation bei dir und deinem Gegenüber. Wie ist der aktuelle Stand? Und wie geht es da weiter? Also, das sind die Fragen, die ich heute mal wissen möchte. Wie ist der aktuelle Stand bei dir und deinem Gegenüber, bei deinem Seelengefährten? Ne, die Karte nehme ich noch nicht. Ich habe noch nicht richtig zu Ende gemischt. Ich wollte jetzt erstmal so mischen, mich richtig hinsetzen und dann einmal die geistige Welt bitten um eine eindeutige Botschaft für meine lieben Zuschauer. So, okay, also Karten sind gemischt. Ich habe mich jetzt schon mal in die Energie versetzt. Ich merke hier heute eine recht ausgeglichene Energie, aber ich fühle so ein bisschen Kopfschmerzen. So ein bisschen Kopfschmerzen merke ich. Und so ein bisschen, vielleicht auch Kopfgrübeln einfach. Das könnte es auch sein. Hier möchte irgendwas an die Klarheit kommen. Schauen wir mal. Vorweg natürlich auch noch die Info, falls du Interesse hast an einer persönlichen Kartenlegung. Alle Infos dazu findest du auch in der Videobeschreibung. Also, ich beginne nun mit der Botschaft. Was darf ich jetzt zur Liebe meinen Zuschauern mitteilen? Eine Botschaft bitte für die Zuschauer. Was kommt jetzt in der Liebe auf dich zu? Ich lege erstmal die Karten aus und gehe danach in die Deutung. So, hier hat sich noch einer umgedreht. Na, wo ist sie denn? Na hier, Moment. Ich habe doch gesehen, das war der Brief. Der hat sich umgedreht. Aber es soll nicht sein. Ich habe den Brief gesehen. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, aber es sollte nicht sein. Okay. Ja, dann vielleicht nochmal hier gleich als kleiner Hinweis, das könnte mit dem Brief zusammenhängen. Also das könnte der Kontakt sein, der vielleicht gerade ein bisschen stockt. Was kommt jetzt in Bezug auf die Liebe auf meine Zuschauer zu? Da fällt mir die Karte doch gleich schon direkt in den Schoß hinein. So. Okay. Ehrlich gesagt, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Natürlich, ich möchte jetzt noch mal, möchte ich noch eine Zusatzkarte? Ja, ich möchte doch noch mal auf den Berg eine Zusatzkarte haben. Oder auch zwei. Ja, es geht hier darum, etwas Falsches zu bereinigen, etwas, was unklar ist, zu bereinigen, Dinge zu bereinigen, die ja vielleicht auch einfach nicht mehr gut sind, Geheimnisse zu lüften und dann aber auch Entscheidungen treffen zu können. Es geht hier ganz klar um Entscheidungen, die getroffen werden möchten. Vielleicht weiß man einfach noch nicht, welchen Weg man wählen soll. Das ist hier an der Kartenunterseite zu erkennen. Es gibt hier noch falsche Blockaden. Also letztendlich, um das hier mal so klar zu sagen, diese Blockaden sind letztendlich falsch, die würden rausgehen. Falsche Blockaden, falsche Ängste, falsche Gedanken zu bereinigen, das gilt es jetzt. Hier sind noch Falschheiten. Also, ne, das ist der klare Impuls, den ich hier bekomme. Falsche Gedanken, die man sich macht, falsche negativen Gedanken, falsche Ängste, die man sich macht oder was man sich vorstellt, oh Gott, was könnte nicht alles Negatives geschehen? Das ist eigentlich ja was Falsches, was gar nicht so wichtig ist, was ja letztendlich nur falsch ist, was man sich nur vorstellt und gar nicht Realität ist.
Das soll ich hier nochmal sagen. Ja, dann haben wir quasi nur noch hier nur die 6 Karten. Ja, es geht natürlich hier auch ganz, ganz klar darum, hier sind noch ein paar Mangelenergien. Hier sind noch mangelnde Energien, aber auch ganz, ganz klar hier zu erkennen, die Mäuse möchten etwas wegknabbern. Die Mäuse möchten auch hier die negativen Gedanken wegknabbern. Das heißt, etwas löst sich auf, das Negative, das Gedankenkarussell, dieser Schatten, dieser Schleier, der irgendwo noch da drauf liegt, das Geheimnis, besser gesagt. Das wird sich auflösen und dann kommt hier eine neue Stabilität. Also, wenn wir es mal wirklich so sagen würden, bleiben am Ende nur noch diese Karten übrig. Und das heißt, hier kommt eine wunderschöne Veränderung. Hier kommt eine wunderschöne Veränderung in Bezug auf die Liebe. Hier kommt eine schöne Veränderung mit deinem Wunschpartner. Es kommt hier zur Begegnung. Es kommt zu einem Treffen. Ich sehe hier private Treffen möglich oder schöne Treffen, wo man sich nochmal annähert. Ich sehe hier Geborgenheit. Ich sehe aber auch eine mögliche Veränderung mit Umzug. Vielleicht ist dein Gegenüber oder du gerade beschäftigt mit einem Umzug. Ich sehe hier neue Klarheit, Wunscherfüllung, absolute doppelte Bestätigung, absoluter Erfolg ist das hier zu erkennen. Ich sehe, du und dein Gegenüber, ihr seid wie Yin und Yang. Ihr seid Tag und Nacht. Männlich und weiblich. Die Sonne und der Mond. Sonne ist meist so dieses männliche Aktivitätsenergie. Interessant ist, das habe ich letztens nochmal auch gelesen in Bezug auch auf Hormone, in Bezug auf Hormone beim Mann und bei der Frau. Ein Mann, das ist wirklich so, es wandelt sich im Laufe des Tages wie ein Tag und bei der Frau, die meisten auf meinem Kanal sind Frauen, ihr wisst es, der Zyklus, ne? Der Zyklus hat seine gewisse Zeit. Man hat die gewissen Tage, die mal schwer sind, mal leichter sind und der Zyklus ist wie der Mond, Vollmond und Neumond, wenn man das mal zusammenrechnet. Sind auch mehrere Wochen. Das heißt, die hormonelle Umstellung einer Frau ist wie der Mond und der Mann ist wie die Sonne. Um das nur mal kurz vergleichen zu können. Das heißt natürlich, da gibt es auch Unterschiede. Deshalb ist vielleicht manchmal so eine Dualität auch vorhanden oder man fühlt sich missverstanden. Ich sehe aber trotzdem auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt euch ergänzen. Es ist eine Ergänzung möglich. Ich sehe jemanden, der hier in die männliche Energie kommt. Ich sehe hier jemanden, der in die weibliche Energie kommt. Achte du jetzt darauf, in welcher Energie du bist, ne? Was bedeutet dieses Weibliche? Was bedeutet dieses Männliche? Wer ist jetzt der aktive, jagende Part insofern? Wer ist dieser Runner? Wer ist dieser Mensch, der, ne, wegläuft oder erobert werden möchte? Und wer rennt hinterher, ne? Was man da nochmal ganz klar unterscheiden darf. Also ich möchte das hier nochmal bildlich darstellen. Dieses Weibliche und Männliche. Weiblich ist, oder ich sage mal ganz natürlich ist es ja der Gegenüber, der jetzt hier die Sonne darstellt, ne, geht so weg. Du fragst dich, huch, wo ist er hin? Ich möchte doch den Kontakt haben. Man sucht vielleicht den Kontakt, man geht hinterher, ne, dann geht er weiter weg und du gehst wieder hinterher. In welcher Energie bist du dann? In der Weglaufenergie oder in der jagenden Energie, in der männlichen jagenden Aktivitätsenergie, Hinterhergeh-Aktivitätsenergie oder in der Entspannung, Geduld, irre, ich gehe mein Leben Energie. Wenn es jetzt aber so ist, ne, wie gesagt, er ist ein Stück weggegangen, irgendwie kam es da zum Kontaktabbruch, irgendein Mangel ist entstanden und du denkst dir so, okay, dann gehe ich jetzt meinen Weg weiter. Und irgendwann merkt er, huch, wo ist sie auf einmal hin? Da will ich mal hinterhergehen. Ne, dieser Wandel muss geschehen. Es ist ganz, ganz typisch. Ich meine, ich kenne es selber nur zu gut. Ne, ich bin diesen Weg auch gegangen. Aber viele gehen auch diesen Weg. Viele fragen sich dann, wo ist der Wunschpartner hin? Ich möchte doch gerne den Kontakt mit ihm haben. Wo ist er? Ne? Hier darf jetzt der Ausgleich kommen. Hier darf der vielleicht eine Art 160. 180 Grad Wandel geschehen. Wieso habe ich jetzt 160 gesagt? Ich weiß es nicht. Für den einen oder anderen ist die 160 vielleicht wichtig. Okay, 160,
Hier haben wir die 16. Na gut, für den einen oder anderen ist die Zahl vielleicht wichtig. Gut, also, oder 1.6. könnte es auch sein. Mal sehen, also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, ich sehe hier noch ein paar Blockaden. Blockaden, die aber letztendlich aus dem Kopf entstanden sind, die eigentlich falsch sind, wo Misstrauen noch ist. Misstrauen ist hier vielleicht auch noch eine Blockade, etwas, was bereinigt werden darf, was vielleicht aber gerade falsch angegangen wird. Achtung, auch hier trotzdem auch vor unehrlicher Kommunikation. Ne? Aus welchem Gedankengut besteht die Kommunikation, beziehungsweise aus welcher Intention heraus wird diese Kommunikation gemacht? Darauf bitte achten. Das heißt, wenn dein Gegenüber gerade im Rückzug ist und du dir überlegst, ja, ich möchte ihn jetzt auf ihn zugehen. Warum? Damit er sich wieder meldet, damit dann wieder Kontakt von ihm kommt, damit er dann antwortet und du deine Bestätigung hast und du deine Ruhe hast oder das Gefühl, oh Gott, er hat sich jetzt endlich wieder gemeldet. Gut, ne, das ist erstmal vielleicht für den ersten Moment ist es eine Bestätigung. Eine Bestätigung, oh Gott, Gott sei Dank, er hat geantwortet. Aber das löst das Problem nicht. Ne? Aus welcher Intention heraus gehst du auf deinen Gegenüber zu? Aus welcher Intention heraus willst du den Kontakt unbedingt aufrechterhalten? Was muss hier vielleicht trotzdem vorher noch bereinigt werden? Werde dir darüber klar und gehe dann deinen Weg weiter. Gehe du in die Veränderung. Wenn du hier diesen Wandel beginnst, kommt dein Gegenüber auch in den Wandel. Und dann sehe ich hier Begegnungen, ich sehe hier Treffen, die möglich sind, Wunscherfüllungen, die noch möglich ist. Auch hier haben wir wieder, ne, Sonne und Sterne, Tag und Nacht, Sonne und Mond, Tag und Nacht. Auch die Vögel, beziehungsweise die Störche stehen natürlich auch hier in gewisser Art und Weise für Dualität. Dualseelen, die hier angesprochen werden dürfen. Ich möchte jetzt zum Abschluss eine Botschaft. Was möchte dein Gegenüber, dein Seelengefährte, dein Wunschpartner dir denn jetzt noch hier mitteilen? Okay, also, ich soll hier trotzdem einmal nochmal hier auf die unteren Karten eingehen. Und zwar geht es hier nochmal darum, dass auch wenn es gerade so ein bisschen wie im Nebel ist, auch wenn der Kontakt gerade wie im Nebel ist und du nicht klar bist, was da los ist, auch bei deinem Gegenüber ist noch Selbstwertmangel, auch Ängste, die verborgen sind, Ängste, die du nicht siehst, vielleicht auch finanzielle Ängste, Existenzängste, die vorhanden sind, die vor allem bei deinem Gegenüber im Kopf sind, die er erstmal lösen möchte. Vielleicht ist es auch hier ein Verlust im häuslichen Bereich, ein Mangel oder eine Krankheit oder irgendwie eine Trennung oder Mangel, der bei ihm zu Hause in seinem privaten Umfeld da ist, vielleicht sogar mit einem Elternteil oder Geschwistern. Irgendwas ist hier gerade nicht im Gleichgewicht in seinem Umfeld. Oder er konzentriert sich gerade viel, aber auch auf sein Umfeld. Aber trotzdem darf ich hier sagen, in Bezug auf die Verbindung bei dir und deinem Wunschpartner kommt bald etwas in die Bewegung. Und das kann ja in Richtung Sommer noch geschehen, aber vielleicht auch als Tendenz im Herbst. Darf ich hier schon mal sagen. Also, was kommt jetzt hier noch als Botschaft? Eine Botschaft, was möchte dein Seelengefährte, dein Wunschpartner dir denn jetzt noch mitteilen? Eine Botschaft von ihm an dich. Das sind übrigens meine Karten. So, also, was möchte er dir mitteilen? Ich erhalte viele Zeichen, die ich nur mit dir in Verbindung bringe. Das heißt, es kann sowas sein wie zum Beispiel ein Lied, was ihn an dich erinnert. Nur mit dir fühle ich mich komplett. Ja, Sonne und Mond, man ergänzt sich, Yin und Yang, genau das hatte ich ja auch gesagt, man ergänzt sich, man fühlt sich komplett miteinander, man kann sich ergänzen, das ist ja natürlich auch hier schön zu erkennen. Auch die Wolken stehen hier natürlich für eine Dualität, dunkel und hell, ne? Licht und Schatten, Tag und Nacht. Das ist eine Dualität. Man kann gut miteinander, aber genauso auch ist man auch immer wieder, ich sage es so schön, im Duell miteinander. Dualität, Duell, ne? Machtkampf. Aber hier gibt es auch schöne Momente. Wie gesagt, mit dir fühlt man sich komplett. Man erhält Zeichen, die man mit dir in Verbindung bringt. Man darf aber hier
noch den Druck lösen. Bitte löse den Druck, den Wunsch, jetzt sofort etwas haben zu wollen oder den Kontakt haben zu wollen. Deshalb hatte ich eben das Beispiel genannt mit dem Kontakt mit demjenigen, der wegläuft und der hinterherläuft. Ne? Bitte löse den Druck, dann kann ich wieder zu dir kommen oder dann kann ich endlich in dein Leben treten. Es kann ja auch sein, dass du diese Person noch gar nicht richtig kennst und dass hier noch eine Art Kennenlernen stattfinden darf. Dass man hier noch Geheimnisse bereinigen darf. Es wird wieder kommen, denn hier ist eine ganz, ganz klare seelische Verbindung. Ich spüre unsere seelische Verbindung. Möchte dein Gegenüber dir jetzt mitteilen. Was ich aber ja auch gesagt habe, vielleicht sind es finanzielle Themen, vielleicht in seinem Umfeld irgendetwas, was noch wichtig ist. Und die Karte an der Unterseite sagt es auch. Ich fokussiere mich zurzeit auf meinen Beruf oder das private Umfeld. Der Rückzug eigentlich hat nichts mit dir zu tun. Denn du bist ja seine Seelengefährtin. Du bist sein zweites Stück, der zweite Teil seiner Seele. Aber er benötigt noch etwas Zeit, vielleicht im finanziellen Bereich, Umzug, häusliche Veränderungen, familiäre Veränderungen, Blockaden, die natürlich auch noch bei deinem Gegenüber in den Gedanken da sind, Dinge, die er erstmal klären möchte. Und dann wird es hier auch zur Veränderung kommen. Das darf ich definitiv sagen. So, jetzt möchte ich einmal noch hier zwei Karten nehmen, zwei Karten der Herzkarten. Das Liebesorakel, auch das Kartenset natürlich in der Videobeschreibung beschrieben. So, ich werde jetzt erstmal zwei Karten mischen und dann daraus eine Art Auswahlorakel machen. Ich hoffe, ihr habt die Karte noch nicht gesehen. Und dann nehme ich noch die oberste. Also, wähle jetzt aus Karte Nummer 1 oder Karte Nummer 2 und erhalte jetzt hier die Antwort. Okay, Karte Nummer 1. Die Telepathie. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Hier ist starker telepathischer Kontakt. Das heißt, du darfst hier wissen, es ist eine Seelenverbundenheit. Bestätigt das auch nochmal. Zweite Botschaft. Die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Hab Spaß, genieße dein Leben, komm in deine eigene Kraft und zeige das nach außen. Und dann, wenn du diese Freude nach außen zeigst, dass du Spaß am Leben hast, das ist einerseits der beste Heiler, aber das wird auch neue Veränderungen in deinem Leben bringen. Das wird dafür sorgen, dass hier etwas in die Bewegung kommt. In eine klare und beglückende und sehr, sehr erfolgreiche Veränderung. Das ist die Botschaft für heute. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe, vom Herzen nur das Beste. Wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest, dann lass doch gerne ein Abo da und wenn dir das Video gefallen hat, dann zeige es mir doch gerne mit einem Like und kommentiere auch gerne das Video. Ich freue mich auf eure Kommentare und freue mich natürlich, diese Kommentare dann auch beantworten zu können. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr gerne in einer persönlichen Kartenlegung für dich da. Melde dich dazu gerne bei mir. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung.